Jo Leute und willkommen zurück zu Haifa Rush. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, Freunde, weiter geht es. Let's go, let's go, let's go. Beim letzten Mal hatten wir schon einen richtig geilen Bossfight gehabt. Muss man sagen. Und wir haben Peppermint kennengelernt. Ja. Unfassbar, dass du da was zu trinken rausgeholt hast. Wenn du den Automaten genau an der richtigen Stelle triffst, frisst er deine Credits nicht. Lass dir das von einem Meister gesagt sein. Alles klar. So, Automat ist kaputt. Hier nicht versendete Beschwerde, nicht gesendeter E-Mail-Entwurf von O5-K ID 671993 an die Personalabteilung. Ich will keine großen Umstände machen, aber angesichts dessen, dass ich die Verantwortung für den Zentralgarten in der Produktion trage, bin ich neugierig, aus welchem Grund er existiert. In unseren Anzeigen heißt es, er dient dem Austausch zwischen den Büros, aber tatsächlich sind die Angestellten angehalten, den Garten nicht zu betreten. Das verwirrt die Angestellten, denn er ist zwar wunderschön, wird aber nie benutzt. Ganz zu schwenken von meiner Arbeit und der meines Teams, um ihn makellos zu halten. Zudem frage ich mich, welchen Zweck das wohl größte Heckenlabyrinth der Welt dient. Hier ist noch was. Okay. So, ab hier durch. Und das ist, wie heißt sie gleich? Die alte Chefin von Vandelay. Roxanne Vandelay? Echt jetzt, Chai? Sie hat das Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Lies doch mal ein Buch. Kein Grund so zu schreien. Oh, pass einfach ein bisschen auf. Vielleicht hat Roxanne das Unternehmen gegründet, aber Kay, oh, cooler Dude, toller Haare. Er hängt am Rockzipfel einer echten Pionierin. Was hat er dir je getan? Konzentrieren wir uns auf die Mission. Ja, sollen die Gegner nur herkommen? Ich hau sie zu Brei. Power!
Der Große ist weg. Super. Letzte Kleinen. So. Super. So viel zu unauffällig. Aber so macht es mehr Spaß. Und solange Wrecker uns nicht findet. Achtung! Hier spricht Wrecker! Dieser Defekt wurde in meinem Gebäude gesichtet. Ich hoffe, ihr fasst ihr Security-Deppel, kriegt ihn nicht, damit ich ihn selten in Stücke reißen kann. Oh, klingt pikant. Meintest du nicht, sie wäre nicht hier? Meintest du nicht, dass sie wäre lustiger? Warum geben Sie mir so unrealistische Ziele vor? Ich soll diese riesigen Kisten heben mit diesen winzigen Händen. Du tust mir leid, kleiner Roboter. Du tust mir leid. Elektrohall-Kernteil. Ein defekter Teil des Elektroboosters. Bla bla bla. Irgendwas. So. Wow, hier ist eine Menge los. Wow. Was ist denn hier? Automatische Aufzeichnung der Personalabteilung. Automatisch aufgezeichneter, in Text umgewandelter Dialog. Von Wazer. Gemäß Wendeley Personalvorschriften an die Personalabteilung übermittelt. Hörbar paranoider Ton. Tja, endlich ist der ganze Raum automatisiert. Und ich denke mir, sobald wir Roboter die Produktionsanlage fertiggestellt haben, was passiert dann mit unseren Stellen? Verlieren wir sie an Maschinen, die besser automatisieren als wir, aber wie automatisiert kann eine Automatisierung werden? Werde ich deswegen verschrottet? Robotische Schluchzgeräusche dauern 25 Minuten lang an. Du musst jetzt ganz stark sein. Den Sprung schaffst du nicht. Vorschläge? 808 verbindet mich mit deinem Arm. Er ist magnetisch, oder? Du solltest an diesem Punkt andocken können. Magnethaken. Suche in der Umgebung nach diesem Symbol. Mit Hilfe von scheiß magnetischen Arm kann er weit entfernte Orte erreichen oder im Kampf schnell zu finden und aufschließen. Durch Drücken von L1 fliegt Scheid zu seinem Ziel. Nice. Das war irre. Okay.
ist wieder so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Tür. Ist ja keine Tür, aber ja, zum kaputt machen halt. Bitte beachten, offenbar sollen wir Ausschau halten nach einem Musikkämpfer-Eindringling. Bestimmt ein Tipp. Hey, Schein, mit dem Magneten kannst du dich Gegner nähern. Nice, nice, nice. Komplett in die falsche Richtung den Angriff. Verdammt. Endlich. Aus dem Weg da! Dir gehört mir! Ruhig, Brauner! Und tschüss! Defekt im Hauptgeschoss gesichtet! Los! Chai, such wenigstens nach einem Umweg. Nun, es scheint ein Pfad nach oben zu führen. Neuer Angriff freigeschaltet. Nice. Cool. Sehr cool. Schon wieder diese Flammen. Da können wir leider nicht lang. So eine Scheiße. Naja. So. Ey, wie viele Zahnräder wir schon haben, ey. Wow, das ist ziemlich gut. Das würde im Unterschlupf ultra aussehen. Ein Graffiti. Cool. So. Hier geht's weiter. So. Kelch-Statuen, es ist alles Gold, was glänzt. Greife Kelch-Statuen an, um Zahnräder zu erhalten. Und tschüss. Putz mal schön, Roboter. Power Core!
Alle weg. Auf geht's. So. Weiter geht's hier. Mit den nächsten Gegnern. So. Da geht's durch, aber erstmal hier lang. Hallöchen, Jack. Wow, wie hast du das gemacht? Ich dachte, du brauchst vielleicht Hilfe hier draußen. Ich habe die Terminals gehackt und kann dir von hier aus Upgrades schicken. Hammer. Na endlich, können wir uns verbessern. Boy. Wie viel wir schon eingesammelt haben von den Zahnrädern. Gut. Dann verbessern wir uns mal. Let's go, let's go, let's go. So. Erstmal würde ich sagen, gehen wir auf Gesundheit. Genau. Angriffe. Spezialangriffe. Ja, holen wir uns einen neuen, oder? Nehmen wir den Gitarrenritt. Würde ich sagen. Oder direkt das teuerste? Nee. Holen wir uns den Gitarrenritt. Ausrüsten. Zack. Angriffe. Zack. Holen wir uns einfach das hier. Gut, okay. Weitere Sachen können wir uns nicht holen. Also Peppermint, diese Spektrum-Sache, was hat's damit auf sich? Spectra. Man hat mir einen Code zugespielt, der vermuten lässt, dass es eine KI ist, die in allen Roboterteilen von Vandeleys Projekt Armstrong schlummert. Und was besorgt dich dabei? Meine Quelle sagt, Vandeley hätte noch nie ein Projekt so unter Verschluss gehalten. Da schrillen jede Menge Alarmglocken. Was? Du lässt mich einem Bauchgefühl aus dem Darknet nachjagen? Ich glaube meinen Quellen. Du klingst noch ominöser als Vandeley! Oh, Chai, also... Weißt du was? Ist mir egal. Ich bin hier nach ewig. Oh, hier geht's weiter. Warte mal. Kurz in den Raum hier. Alles einsammeln. So. Jetzt geht's weiter.
Und dann habe ich Wrecker alles beigebracht, was sie über Produktion weiß. Deine Geschichten sind doch nur Lügen. Was weißt du schon? Du putzt ja nur den Boden. So. Oh, das sieht doch Spaß aus. Dies sind Rhythmus-Trampoline. Hier gewinnst du zusätzlich an Höhe, wenn du im Rhythmus springst. 8 und 8 lässt dich wissen, wie oft du springen musst. Alles klar? Okay. Gitarrenritt. Eigentlich offensichtlich, aber nicht unter den Pressen durchlaufen, wenn sie in Betrieb sind. Kaum zu fassen, dass ich das erwähnen muss. So. Ach, ihr blöden Roboter. Ich mach euch alle kaputt. Und mach euch zu Altmetall. Schon wieder was mit Feuer. Okay. Oh Gott. So. Und geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kaum zu übersehen, wie sehr Mimosa-Klassiker hasst. Ja, jede Abteilung außer der Security in ihrer Armstrong-E-Mail zu gratulieren. Wie eine elektronische Ohrfeige. Hm.
So. Du kommst hier jetzt nicht mehr raus. Du bist eingesperrt und wirst eingestabbert. Ach, Wrecker. Du hältst mich nicht auf. Du hältst mich nicht auf, Wrecker. Ich sehe so cool dabei aus. Gitarrenritt. Ich stecke hier fest. Peppermint, jetzt kommst du ins Spiel. Was ist mit hier? Probleme mit der Tramlinie. Hey, Wrecker hier. Zunächst mal, warum fallen die ganzen Tramlinien aus? Und was auch immer die Antwort ist, egal, repariert das. Wrecker hat es nicht durch Ausreden an die Spitze geschafft. Wrecker hat es an die Spitze geschafft, indem sie Dinge erledigt hat, selbst dann, wenn es gar keinen Sinn machte. Also behaltet eure Meinungen oder eure Fakten oder was auch immer für euch. Wrecker will sie nicht hören. Wrecker glaubt auch, dass wir mehr Tramlinien brauchen, also findet Platz dafür. Sekunde, Chai. Siehst du die Tür? Ich kann vielleicht die Sicherung umgehen. Wird eine heftige Route. Jede Menge Treppen. Weißt du was? Ich mag Aufregung. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Und wollen wir uns den Spaß mal nicht entgehen lassen. Ja. Ich sehe gar nichts. Nö. Hier ist ja gar nichts. Nix. Na gut. Chai, du weißt nicht mal, wohin die Schiene führt. Chema, das läuft schon. Verdammt. Scheiße. Zack. Zack.
Liebst du Peppermint? Das wäre auch was für dich. Eigentlich nicht. Außerdem wurdest du entdeckt. Hier ist Endstation. Park! Vorsicht, da vorne. Was? Tja, ich bin irgendwo. Wir sind tatsächlich in der Nähe von Wreckers Büro. Ich hab doch gesagt, dass das klappt. Okay, wenn wir jetzt schon auf dem Weg zu Wreckers Büro sind, dann heißt es, dass wir dann so langsam den Bossfight haben. Und ich würde sagen, den Bossfight, Freunde, gibt's beim nächsten Mal. Ich würde sagen, hier ist erstmal Schluss mit Hi-Fi Rush. Wenn euch der neue Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Hi-Fi Rush. Haut rein, Zuckerball, Game Over. Ciao.